Hallo und herzlich willkommen zurück zur Season-Reise in Diablo 3. Es ist ein wenig her, dass ich gespielt habe. Und ich weiß nur, wir sind hier noch in Etappe 4 und haben erst ein Ziel abgeschlossen. Welches wäre früh übt sich 5 Rezepte lehren. Wir brauchen noch für den Juwelenschmied Rezepte, das heißt wir müssen Kopfgelder machen. Ein Gegenstand von selten auf legendär aufwerten. Großes Nephal im Portal der Stufe 20. Haben wir denn einen Portalschlüsselstein dabei? Ja, einen. Dann kann ich nachgucken. Was wäre denn Stufe 20? Oh. Stufe 20 dürfte dann so Qual 5 sein. Also werden wir als erstes Kopfgelder machen. Dafür ist gleich das erste Akt 1, Kathedrale Ebene 3. Truhen öffnen, looten und der ganze Scheiß, sag ich Als mal. Wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehren. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mit dort, die sind wichtig. Ja, der Oktober wohl der Monat des Werfens von kleinen Leuten ist. Zumindest geht momentan ein Meme um, wo es heißt, werft kleine Leute. Ich weiß nicht, ob die Skelette hier als klein zählen, aber ich werfe die Leiche zu besiegen. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Ja, mein Ziel ist diese Aufnahme zu wissen, weil ich mehr Zeit habe. Hier manifestiert sich gerade, oder? Das ist unmöglich. Du bist ein paar Unbegrabener. Meine Erkenntnis wächst. Paragon 22, das klingt doch sehr gut. Ja, mein Ziel ist es, alle Kopfgelder zu machen. Schwäche überkommt euch wirklich. Und eventuell auch mal die Schwierigkeitsstufe ein Stück hochstellen. So, jetzt können wir aktuell noch ganz gut. Nein. Verfault und verrottet. Aber das wird sich auf höheren Schwierigkeitsstufen natürlich ändern. Komm her, du Feuerteufel. Los, komm zu mir. Die Welt ist eurer überdrüssig. Und stirb. So, die Hose bringt mir nichts, der Schulterschutz auch nicht wirklich. Der Gürtel, der bringt eher dem Templer was. Eine exzellente Wahl. So, das Ding hat keinen Effekt. Wir bräuchten nochmal noch eine legendäre Sense. Naja. Hauptmann Kleck ist als nächstes dran. Außerdem kann ich mit Freude ankündigen, ich hoffe, dass ich das ankündigen kann, dass ich mal ein neues Projekt starten soll. Nichts.
wenn alles gut läuft, und das Anno 1800. Aber nicht von mir aufgenommen, sondern von Hard. Das nur ein Goldblatt. Weil ja auch ein Schwert brauchen wir nicht. Das war schlecht. Das die Erfahrung des Lebens war, in mein Grab zu tragen. Na ja, hast du eine schöne. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Einfach das Röchen nur probieren halt. Eine ruhmreiche Entwicklung. Ja, Anno 1800 wird damit dann Fabis erstes eigenes. Dann würde mir dabei noch unterstützt werden. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Ansonsten wird Anno 1800 auch relativ schnell langweilig. Und ich habe auch noch ein Projekt, was ich schon relativ weit aufgenommen habe, aber bisher noch keine einzige Folge hochgeladen habe. Schwer zu sagen, was diese Kreatur getötet hat. Es wird Anfang nächsten Jahres welches auf den Namen des Comics braucht. Das ist Ihr Anführer. Das ist unmöglich. Ja, wir haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Und das ist der mit der Skelettfrau. Meine Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof gerettet hat. Das Leben hat sie längst verlassen. Sie ist in letzter Zeit krank gewesen, aber meine Liebe wird ihr helfen. Ihr seid nicht ganz bei Trost. Oh, eingeschlafen. Oh, sie ist eingenickt. Ja, die richtige Tour nehme ich mir trotzdem. Jetzt gehen wir da raus und mal kurz nachschauen. Haben wir was bekommen, was Schönes? Okay, Helme brauche ich nicht nachschauen. Das Phylacterium brauche ich auch nicht. Die Hose. Meiner hat aber zwei Sockel. Und Helme, Handschuhe und sowas brauche ich jetzt nicht, weil da habe ich meine Set-Sachen. Also auf ins nächste Gebiet. Den Schlechter töten. Ja, um auf Atomic Heart zurückzukommen. Das Spiel, ich habe bisher nur den Combat-Trailer gesehen. Mehr möchte ich eigentlich nicht sehen, um es nicht zu spoilern. Ich brauche eine Leiche. Die Welt ist eurer überdrüssig. Und es sieht von dem Spiel sehr wie Bioshock aus. Auch wenn es nicht komplett mit Sicherheit hat. Nein. Was meiner Meinung nach aber nicht stört. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Spiel sieht aus wie Bioshock. Das spielt ja auch Bioshock vorher. Aufgenommen. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich will jetzt auch nicht sagen, an welcher Stelle vom Spiel ich bin. Ne, da geht's raus. Ich will einfach nur sagen, ihr könnt euch auf Bioshock 1, 2 und Infinite dann freuen. Wo ich aber noch genau schauen muss, wann ich das hochlade. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Das ist unmöglich. Das wird nicht. Also ich meine, noch ein Land zu sterben.
mich auch, ob die Kadaverlanze entsprechend mehr Schaden macht, wenn ich Leichen von starken Gegnern nehme. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Verfault und verrottet allen. Das ist unmöglich. Erst die Skelette reinschmeißen und dann mit Kadaverlanze um mich werfen. Das wird nichts. Das geht nicht ohne Leiche. Schwäche überkommt euch. Ich hatte doch auch irgendeine Fähigkeit hier von wegen, je mehr Diener ich habe. Jedes Mal 1% weniger Schaden. Die schon wieder vergessen. Dass ich ja reanimieren kann. Fürchtet nicht das Ende. Nahezu. Ich brauche eine Leiche. Das wird nichts. Ich ergebe mich nicht. Das wird nichts. Ja, alles sterben, die Leute mit König aufheben. Das ist unmöglich. Verfault und verrottet. Und ich will mich entschieden haben, dass das Royal Railgrade ja jetzt ein Projekt ist, was mir einfach mal sehr gut ankommt. Wobei ich mich an dieser Stelle auch nicht beschweren möchte. Die Welt ist eurer überdrüssig. Deswegen werde ich zum Beispiel das erste Kaul führen, weil vier Projekte ich habe aktuell Diablo, Monster Hunter, Theoretisch muss ich eigentlich auch mal was machen. Aber da habe ich momentan eigentlich nicht wirklich die Lust zu. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Ich will mal das Video, dass ich mein bisschen Lust an euch. Weil es ist ja für euch auch scheiße, wenn ich dann da sitze. Ja. Aber ich muss ja. Das ist doch was los. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Das wird nicht. Welt ist eurer überdrüssig. Ach, da ist ja auch der Eingang. Deswegen muss ich halt mal schauen, dass ich mal fertig mache. Aber wenn ich Bioshock noch ein bisschen rauszögere, dann hey, yeah.
das war's mit dir. Momentan kriege ich auch noch durch das Aufsammeln von Gold-Erfahrung. Ich bräuchte auch mal noch den einen legendären Edelstein. Den hätte ich ganz gerne mal, mit dem man mehr Geld kriegt. Beziehungsweise gab es eine fette Kombination, die ich gerne mal zeigen würde. Ach, Hannes, muss jetzt auch noch dran glauben. Ja, aber Railgrade, Diablo, dann bin ich gerade am überlegen, was hatte ich denn so alles für Projekte, warum stehe ich gerade so auf dem Schlauch? Da muss ich doch jetzt glatt mal mein Handy rausnehmen, das YouTube Studio und dann mal nach meinen eigenen Projekten gucken. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Railgrade, Monster Hunter. Ach ja, Tiny Tina, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich damit ja durch bin. Und damit habe ich eigentlich nur noch Monster Hunter und Diablo. Ich muss sogar von Tiny Tina die letzte Spielkarte machen. Echt gut. Ja, nicht ein Teil des Kreislaufs. Aber das wird sich alles geben. Das geht nicht ohne Leiche. Das ist unmöglich. Ja, kann es. Ja, hier bist du nicht. Hier bist du nicht. Gut. Das hier, genau. Verlernt der Set-Portale. Betragt nicht die angemessene Kleidung. Ja. Dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Euer Grab ruft nach euch. Das ist unmöglich. Ja, ein paar Gegner brauche ich noch. Aber dann kann ich endlich wieder... Das ist unmöglich. Welche überkommt euch? Obwohl ich sehe, dass ich die Fahrt wieder mitrennen muss. Das ist unmöglich. Momentan bin ich mit zwei Projekten dann eigentlich aus dem Weg. Dadurch, dass bei mir auf Arbeit gerade auch wieder mit Überstunden zu tun oder einhergeht, sag ich mal, muss ich auch da gucken. Da habe ich nicht immer zu viel Zeit. Ihr seht ja, wann ich jetzt aufnehme. Wir haben es um 8 abends. Dank euch ist die Welt jetzt ein wenig sicherer. Nehmt dies. Hier haben meine Dangerous Golem. Schmied. Reparieren. Alles verwerten. Kiste. Das Glück ist mit den Mutigen. Ich hätte gerne war noch Armschienen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz im Würfel nachschauen, aber ich denke, das wären Armschienen, die ich benötige. Genau, Schreine und Pylone lassen einen gegnerischen Champion erscheinen. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen vergesst nicht, das dass sich das Glück teuer stets wandelt. Ah. Zu teuer. Und jetzt noch der Juwelenschmied, damit er auch nochmal ein Rezept lernt. Naja, das ist Band der Habgier. Der, die Armschienen hier
und ein gewisser legendärer Edelstein, den ich noch nicht habe. Die drei Sachen in Kombination sind ziemlich stark. Auf jeden Fall werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde natürlich die Aufnahmesession noch weiterlaufen lassen. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, lasst doch gern ein Abo da. Das hilft natürlich immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.